Yo, it's Rejjie Snow. I'm with Backspin TV in Hamburg, Germany. About to perform in like 20 minutes. I'm really, really excited, man. Yeah, I played Hamburg last year, kind of around a similar kind of month as well. It was really, really cool, man. The crowd was fun, everybody had a great time, so I'm glad to be back. Oh, I just got here like 2 hours ago, fresh off the flight from London. So I'm tired, man, but happy to be here, man. Before my show, I'll normally listen to like some Erykah Badu and just try to get into like a little kind of mood. But I just try to relax, do some stretches so I don't like break my ankle, and then I'm normally cool, man. It's gonna be a great show, man. Some new songs, everything. Yeah, let's do it. Ich finde, dass dieses Jahr eigentlich zum ersten Mal so alles zusammenkommt, was es braucht, um sich gut anzufühlen. Also ich finde das Booking großartig, es ist so die ganze Bandbreite dessen, was wir eigentlich abbilden wollten. Es funktioniert organisatorisch alles, alle sind zufrieden, das Wetter ist super, es ist voller Menschen, die Musik ist super. Ich finde, es ist wirklich genau das, was es in den letzten 2 Jahren werden sollte. Jetzt, 3. Jahr, ist ganz großartig. Ich bin sehr aufgeregt, aber das wird schon. Sobald man auf der Bühne steht, ist das alles vorbei und dann geht der Zauber los. Ich hoffe, die Leute haben Bock. Sei immer in meiner Heimatstadt. Sollten sie Bock haben. Es ist auf jeden Fall größer geworden, ne? Also ich weiß noch, das letzte Mal war die Hauptbühne quasi so eine Holzhütte, mehr oder weniger. Und wenn ich jetzt hier sehe, ist ja schon ein bisschen was anderes. Also ich bin gespannt, wie das wird. Ich wette, es wird sehr geil. Das ist Hamburg, beste Stadt. Viel Spaß. Dankeschön. Kannst du mal kurz damit herkommen? Weil ich meine, jetzt macht ihr ja erstmal kurz eine Drums, ne? Was ist los? Damn, brother! Wann? Irgendwo in der Mitte oder was? Wenn es so gut aussieht. Aber. Hauptklasse hin. Batterie. Oh, stopp. Ich brauche ein Beatmungsgerät. Die Leute sind gut drauf. Das ist gut. Du bist ja von da. Ja. Das ist übrigens Fussel? Weiße Fussel. Gleich neben meinem Homie Girard, Alter. Er bereitet sich gerade vor. Gold Chain, everything. Ich finde, wir tauschen einfach mal Rollen. Dann hätte ich auch später gespielt. Yo, was geht ab? Mein Name ist Ahzumjot. Mein neues Album, nix mehr egal. 28.07. Nein, 22.08. Geil. Ist halt Hometown Glory. Ist immer geil. Danke für die Medaille. Spitze. Leute waren krass gut drauf. Aber ich bin so im Arsch. Hier, ich gucke mir auf jeden Fall noch ein paar Shows an. Und zwar werde ich heute auf jeden Fall nochmal den Girard gucken. Ssio werde ich auf jeden Fall gucken. Spielt ja auch nachher noch. Und Haftbefehl glaube ich auch noch. Warum braucht Hamburg das Spektrum? Weil es ja lange kein Hip-Hop-Festival mehr so richtig gab. Und ich finde es einfach wichtig, so für eine deutsche Hip-Hop-Stadt, sage ich mal in dem Sinne. Das ist ja eine der Hip-Hop-Hauptstädte so vom Ding her. Und dass es da irgendwie dann so ein Hip-Hop-Festival gibt, das finde ich schon sehr wichtig. Und ich fand es auch super geil. Ich habe das erste Mal schon hier gespielt beim Spektrum und habe mich halt sehr darüber gefreut, dass ich hörte so, ja, Hamburg hat wieder ein Hip-Hop-Festival, so Spektrum, bla. Und es war noch super klein alles. Es war noch richtig so, es war fast schon noch provisorisch. Es war so eine kleine Holzhütte, war die Hauptbühne und so. Und jetzt, wenn du siehst, was mittlerweile hier los ist, Killer. Also wirklich 1A. Also ich finde es geil, wie es sich entwickelt hat und bin da sehr froh drüber. Das erste Jahr Spektrum war ja, das war noch relativ experimentell, weil das einfach aus dem Wunsch entstanden ist, Sachen, die man auf dem Dockville nicht mehr in so einer Ruhe unterbringen konnte, so diesen ganzen Hip-Hop, Beatmaker, Kosmos, das abzubilden. Deswegen ist das erste Spektrum 2012 entstanden. Und das war ja noch auf der kleinen Fläche hinten, die wir jetzt für das Artville benutzen. Und das war alles noch so ein bisschen kleiner und verspielter. Letztes Jahr sind wir auf diese Fläche hier gewechselt, was eine ganz großartige Fläche ist, die ja für die IGS irgendwann vor 2 Jahren hier ausgebaut wurde. Die Gartenschau, die hier in Wilhelmsburg war, hat dazu geführt, dass wir auch erst relativ spät anfangen konnten letztes Jahr und weniger Zeit hatten. Und da das jetzt auch wegfällt, passt jetzt alles. Und wir konnten um 13 Uhr das Gelände aufmachen und konnten knapp 30 Künstler unterbringen und haben einfach keine Hindernisse mehr. Es ist ja selten so, dass man sich hinsetzt und so am Reißbrett sich überlegt, wir hätten gern das, das, das und das und dann funktioniert das genauso. Es ist immer viel Trial and Error und man hat Sachen, die man sich schon vor 1, 2 Jahren gewünscht hat, die jetzt endlich funktionieren. Aber ich denke auch, dass es so genau diese Bandbreite und diese Vielfalt und die Tatsache, dass man es nicht so in Nischen betrachtet, das macht es halt aus, finde ich. Also dass man das alles nebeneinander haben kann und dass man dann merkt, was es alles gibt und dass es alles gut zusammenpasst. Ich finde es super und ich bin stolz darauf, dass es in Hamburg wieder ein Hip-Hop-Festival gibt, das so wahrgenommen wird und das auch über Hamburg hinaus wahrgenommen wird und dass es auch nicht, das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber so in den 90ern, Anfang Nullerjahre hat sich Hamburg immer wahnsinnig gerne selber gefeiert und man hat so die eigene Posse und seine Freunde irgendwie gefeatured und das ist es halt überhaupt nicht mehr und das fühlt sich halt an wie ein übergreifendes und Breitbild Hip-Hop-Festival, das sich nicht nur auf sich selber feiern konzentriert, sondern sehr offen ist und sehr wenig engstirnig da dran geht.